So, da sind wir jetzt bei der letzten Aufgabe und dann bekommen wir endlich den Skin. Lande in Solo, Duo oder Teammatches in einer Risszone und sei unter den letzten 10. Also, ich werde das mal anders probieren. Nicht irgendwie im Team, sondern wirklich Solo, aber im Teammodus. Und nicht auffüllen. Ich weiß, klingt ein bisschen verrückt, aber ihr wisst selber, wie es ist. Campen ist zwar eigentlich nicht so die feine englische Art, aber ich behaupte einfach, dass es im Teammodus am schnellsten geht. Weil, wenn es hochkommt, habt ihr 30 Teams. Klar, normalerweise 25, aber es gibt genug, die melden sich nur zu zweit an oder die wollen Solo versus Squad spielen. Von daher wird das eigentlich relativ simpel sein. Vermute ich einfach mal. Und wir probieren es halt einfach so. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist und ich dir aber schon mehrmals geholfen habe, dann überwinde dich doch jetzt einfach mal unten auf den Abonnier-Button zu drücken. Und du bist glücklich, ich bin glücklich und alles ist gut. Und wenn du wissen willst, wie unten der Code geknackt wird, einfach in der Videobeschreibung vorbeigucken. Ja, die kann man auch ab und zu mal lesen. Ab und zu kann man die auch mal lesen. Und da findest du nämlich ein Video, wo ich dann genau erkläre, wie du den Code knacken kannst, wie du gucken kannst, ob er noch aktiv ist, etc. pp. So, Retail Row ist jetzt gar nicht gut. Ich würde sagen, Mosty Palms. Oder ich weiß gerade mehr, ob noch Dings im Spiel ist. Ich gehe jetzt einfach Mosty erstmal. Warte mal, ist Dings noch im Spiel? Warten erstmal. So. Ich weiß gar nicht, ob Pandora überhaupt noch im Spiel ist. Weil ich da hinten eigentlich nie wirklich lande. So, wie ihr gesehen habt, jetzt sind es nur noch 4 Abonnenten, die fehlen. So, wir müssen also definitiv in der Risszone landen. Und das ist halt überall da, wo immer eine Koppel ist. Ne, Pandora ist anscheinend gar nicht mehr da, oder? Ne, die Sonnenuhr ist wieder da. Oh, ich hoffe, ich lande hoch genug. Das wird eng. Ich muss auf jeden Fall in der Koppel landen. Oh, ich lande aber nicht alleine da. Aber ich behaupte halt immer noch, Solo ist es machbar. Die wissen aber auch safe, dass hier jetzt einer ist. So, gelandet sind wir. Das heißt, es nur unter die Top 10 kommen. Das ist schon mal gut. Ich hole mir auch gar keine Waffen. Eigentlich jetzt so schnell wie möglich hier hinten wieder raus. Das heißt, es eigentlich nur abwarten. So. Ich weiß, ist nicht die feine englische Art, aber so behaupte ich einfach mal, ist es am leichtesten. So, es leben auch schon nur noch 69. Also ich denke mal, es müsste sogar reichen, wenn wir, sobald die Zone da ist, müssen wir es eigentlich schon geschafft haben. Ich weiß, macht es aber auch nur hier für die Aufgabe. Oh, genoscoped. Da unten sehen wir es im Killfeed. Genoscoped ist natürlich übel. So, macht es halt nur in der Runde, ist halt die einfachste Art. Ist einfach so. Ich hoffe aber auch, es funktioniert so. So, wenn wir jetzt mal durchrechnen, 60 sind jetzt, sag ich jetzt mal, noch am Leben, sind eigentlich dann nur noch 15 Teams. Wenn es alles Vierer-Teams sind. So. Bei 40 müssten wir es eigentlich schon fast geschafft haben, wenn wir nur noch 40 leben. So, jetzt kann ich mal ein bisschen was über den Kanal erzählen. Wie ihr seht, wenn ihr wirklich meinen Kanal durchguckt, ich habe jetzt in Season 10 wirklich jeden Tag die Aufgaben hochgeladen. Also ich versuche schon irgendwo mein Bestes zu geben. Ich bin vielleicht nicht der beste Fortnite-Spieler, aber das macht das Ganze vielleicht auch ein wenig unterhaltsamer. Und man muss ja auch nicht immer ein Pro sein in irgendeinem Spiel.
Also ich sag mal so, Rette die Welt macht mir halt einfach wirklich mehr Spaß, weil es halt umfangreicher ist. Hier ist halt wirklich das Problem, das Bauen. In COD alles kein Problem, aber Fortnite ist, was das betrifft, das Bauen stört mich einfach irgendwie. Aber ist ja kein Ding, das Ganze macht mir halt auch sowieso Spaß, auch mit euch zu reden oder auch dann mal zusammen was zu spielen oder euch zu helfen. Und ich sehe, es gibt dann doch noch ein paar, die sind sogar schlechter als ich. Aber ist ja kein Ding. Ich meine, es geht ja eigentlich auch immer nur um Spielspaß, von daher. Und ihr seht ja, inzwischen leben nur noch 47, jetzt nur noch 43. Also rein theoretisch müssten wir es gleich schon geschafft haben. Vor allem, wie schnell alle sterben. Aber im Teammodus versucht auch jeder aggressiv zu spielen, ist mir aufgefallen. Es geht eigentlich wirklich nur darum, Kills man, Kills man, Kills man, Kills man. Man könnte gewinnen, hat nur 3 Kills gemacht, war eine scheiß Runde. Früher war der Sieg das Wichtigste, heute heißt es eigentlich wirklich nur noch Kills, Kills, Kills. So, jetzt leben eigentlich nur noch, jetzt leben nur noch 40. Rein theoretisch sind das 10 Teams. So, jetzt sind es nur 38. Wie gesagt, man sollte es eigentlich nicht machen. Ich hoffe, ich kriege hierfür auch keinen Bann oder so verdonnert. Aber im Prinzip, ich muss überleben. Mehr muss ich ja nicht machen. Es ist ein Überlebensmodus und kein ich muss viel machen Modus. Dann, dann, dann. Aber hier mit dem Gegenstand, ich weiß nicht, wer es gesehen habt, aber wo ich auch Squad gegen Squad gespielt habe. Ich glaube, da musste man unter die besten 3 kommen. Oder 10, hoch 10, ich weiß es nicht genau. Wo ich fast noch den Sieg geholt habe. Aber da ich ja gesehen habe, dass da ein Team war, habe ich gedacht, nee, hol jetzt nicht noch Loot. Ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Ja, man darf sich eigentlich hier gar nicht bewegen. Weil die Bewegung sieht man. Das ist halt nicht wie wenn du im Busch drin stehst, wo du nur der Kopf sich dreht, sondern hier dreht sich der ganze Gegenstand. So, wenn ich es hier geschafft habe, dann habe ich es doch geschafft, kurz vor Bayern gegen Leipzig, kurz vor Anpfiff, das dann zu schaffen. Dann. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen langweilig zuzugucken, aber ich will euch halt nur demonstrieren, wie ich es dann gemacht habe. Ihr könnt es dann natürlich auch so machen. Ich denke mal, hier außen ist es eigentlich am simpelsten. Die Zone spielt natürlich auch einigermaßen mit. Es ist zwar noch nicht wirklich gut, die Zone. Am besten wäre natürlich, wenn die Zone genau wie jetzt bei uns wäre. Aber das Gute ist schon mal, wir müssen nicht laufen. Und Ziel ist es ja nur, in einer Risszone zu landen und unter den letzten 10 zu sein. Also ihr müsst ja nicht in der Risszone bleiben. Ich bin nämlich auch schon überlegen, da hinten ist nämlich noch ein Riss, ob ich da eventuell noch reinspringen soll. Weil ich schätze mal, die, die jetzt hier mit mir gelandet sind, die werden jetzt wohl im Gefängnis sein. Also hier, da werden die wahrscheinlich sein. Weil die Zone kommt nämlich jetzt schon ins Leben noch 38. Jetzt muss ich nämlich wirklich ein bisschen aufpassen. Da sind sie. Gut, die gehen in den Riss rein. Aber es war nur einer. Ich habe Angst. Er ist da oben. Nein, nein, nein. Seh mich nicht, seh mich nicht. So, das reicht mir. So, Roboter fliegt auch da rum. Ein Jumppad habe ich auch gesehen. Das Jumppad war, glaube ich, noch außerhalb. Aber für die Top 10 sollte das eigentlich reichen. Ihr seht schon wieder ein Abonnent mehr. Erstmal Grüße gehen da raus.
Auf jeden Fall einer, der aber nicht angegeben hat, wie er heißt. Weil das muss man extra einstellen, ob das öffentlich ist, wo du abonnierst oder nicht. Aber trotzdem schon mal, Gruß geht da auf jeden Fall raus. Was gerade so abgeht, was die Klickzahlen angeht, ist sowieso abartig. Ich glaube, ich habe gerade pro Stunde 100 Klicks. Und für einen mit, wie ich es jetzt bin, fast 160 Abonnenten ist das echt viel. Also, jetzt muss ich gleich mal zusehen, dass ich da irgendwie rauskomme. Vor allem jetzt ist nichts mehr hier mit groß sterben. Ah, da ist schon der nächste Abonnent. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie ich da wieder rauskomme. Wie verlasse ich diesen Modus? Ah. Mit, wenn du schießt. Bin halt echt überlegen, den Riss dann zu benutzen. Ich meine, es leben jetzt nur noch 32. Ich glaube, ich mache das auch so. Oder soll ich mit der Zone gehen? Ich glaube, ich gehe doch mit der Zone, weil wenn du da rumfliegst, du wirst ja doch gesehen. Zone ist nämlich relativ langsam. Spart halt noch mal Zeit. Das Risiko ist natürlich, dass ein Team am Zonenrand am Warten ist. Ah, hier zählt's immer noch. Leben nur noch 30. Also unter die Top 10 müssten wir eigentlich schon gekommen sein. Denke ich mal. Ah, da ist noch ein Jump-Pad, aber ich weiß gar nicht, kann ich hier looten? Tatsächlich, das geht auch noch. Die Mülltonne, ich glaube, aber jetzt ist vorbei. So, es leben immer noch 28. Der wurde mir zu Boden geschickt. So, jetzt bin ich doch auf mich selber gestellt. So, hoffen, dass hier keiner ist. Wenn ich da in die Höhle komme, hätte ich es eigentlich schon fast geschafft. Hier sind ist ja eigentlich nur das eigene Team gelandet. Dann, da, 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 dann. Aber wir hatten ja schon mal sowas, dass wir unter die besten 3, glaube ich, kommen sollten im Teammodus. Das habe ich ja so ähnlich gemacht. Ich glaube, hier sind welche. Das leckt nämlich. Das leckt nämlich meistens nur dann, wenn Gegner in der Nähe sind. Und da ist schon wieder ein Abonnent dabei gekommen. Auch wieder da. Dankeschön, falls du das Video siehst. Ja, siehst du hier oben, die gehen jetzt am Zonenrand entlang. Das wird wahrscheinlich ein Squad-Team sein. Oder die bekämpfen sich. Aber ich glaube eher, die gehören zusammen, weil die waren eben schon mal so. Ah, nee. Oder? Das ist natürlich blöd, dass sie da oben am Rand sind. Weil ich würde gern daher gehen. Jetzt leben nur noch 20. Also im Prinzip müsste ich Top 10 jetzt sein. Müsste eigentlich schon safe passen. Aber ich gehe natürlich auf Nummer sicher. Am Ende leben dann noch 10 Zweier-Squads, aber das müsste ja auch schon jetzt passen. Ja, da werden sie immer weniger. Wie ihr seht, es ist eigentlich keine Kunst. Man muss sich halt nur ein bisschen verstecken, ein bisschen Glück haben. So, das Problem hier ist schon mal, die Scheune ist komplett abgerissen. Ich meine, wenn ich hier gesehen werde, war es das eh, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich will euch ja nur demonstrieren, dass es geht. Weil in Solo unter die ersten 10 zu kommen, ist halt einfach schwieriger als beim Teammodus. Kann ich mich, doch, ich kann mich im Feld verstecken, in dem anderen. Oh.
Oh, hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. So, bleiben jetzt einfach hier stehen. Kämpfen auf noch. Nein. Nee, ist noch am Abbauen. Ich weiß nicht, ob er das Feld abbauen will. Oh, 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 oh. Ich glaube, er ist direkt vor uns. Nee, ich glaube, er ist am Feld dran. Also, er ist eigentlich vor uns. Ja, jetzt läuft er wieder weg. Und das meine ich, wenn es halt mehrere alleine probieren, sind halt schnell 10 Teams vollständig. Ich zähle ja auch als ein Team. Oh, ein Bus wurde schon einer wieder hergestellt. Oh oh, oh oh. Oh oh. Die sind definitiv bei mir. Nein! Einfach ruhig bleiben. Oh, oh, es ist über mir. Alter, wenn ich hier lebend rauskomme, ey. Ja, die Schüsse gehen über meinen Kopf. Hallelu! Es leben nur noch 5. Es dürften eigentlich die letzten 2 Teams sein. Aber kann ich den abbauen? Immer noch 6. Jetzt 5. Das ist auf jeden Fall kein volles Team mehr. Das ist echt. Die Zone drückt natürlich jetzt von hinten. Nein. Nein, er hat mich gesehen. Scheiße. Aber ihr seht, Platz 3. Also ist wahrscheinlich ein Duo und einer Solo. Ja. Gucken wir uns gerade noch das Ende hier an. Ja, Bob der Baumeister on Tour. Ja, ja. In Arena wahrscheinlich Level, was weiß ich, 80.000. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob er alleine ist oder ob dann noch ein Team dazugehört. Ja, einer pusht, jetzt wird er nach oben und vorbei. Ja, war zu erwarten. So, jetzt gucken wir uns noch gerade schnell an, wie ich den Skin abhole. Ja, Bayern läuft schon seit 7 Minuten. Kappa, das war's dann mal wieder vollkommen komplett. Gerade mal gucken, weil hier noch schön die ganze Zeit die Wiederholung läuft. Ah, Bayern führt schon 1-0. Wunderbar. So, da ist mein schöner Skin. Und in dem Sinne würde ich sagen, zeige ich euch trotzdem nochmal gerade schnell den Skin, wie er aussieht. Ah, ist natürlich ein Kraftpaket, aber der wird halt viel zu groß sein. Der hat so eine große Angriffsfläche, das wird abartig sein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen der Aufgabe. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.